dass Menschen, die zueinander eine Zuneigung empfinden, eine Solidarität, eine Art Liebe empfinden, auch gemeinsam miteinander leben können. Wissen Sie, was nicht normal ist? Was? Dass ein gewisser Ibrahim A., auf den Sie nicht einmal eingegangen sind, einem 17-jährigen Mädchen, das vielleicht auch eine Beziehung gründen wollte, umbringt. Nicht normal ist es, dass man in Deutschland, aber auch in Österreich, aus einer Sexualität, die durchaus anerkannt respektiert ist, eine politische Ideologie ist. Nicht normal ist es, dass man aus einer Fahne, die diese Sexualität abbildet, die neue Staatsflagge einer Wokenbewegung macht, die auf allen offiziellen Amtsgebäuden ist. Jawohl! Nicht normal ist es, Herr Dr. Bornmänner, nicht normal ist es, Herr Dr. Bornmänner, dass man sich jeden Tag sein eigenes Geschlecht aussuchen muss und der Rest der Gesellschaft soll nachhupfen und sagen, ja, Witwenrente, Waisenrente, tut das, 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 das und irgendwelche kleinen Kinder mit 6 oder 7 Jahren früh sexualisiert werden, weil Männer, die sich als Frauen verkleiden, plötzlich das Empfinden haben, sich doch um Kinder zu kümmern, nachdem aber ihr Leben so geplant war, dass sie niemals Kinder haben wollten. Das ist alles nicht normal, Herr Dr. Bornmänner. Und nicht normal, Herr Dr. Bornmänner, ist es, dass wir in Deutschland nach 2015 nun ein weiteres Mal ein Wir schaffen das Jahr haben, wo in Deutschland Menschen hereinkommen, wo in Deutschland Menschen hereinkommen, die zu 40%, nicht alle, aber einige davon, zu 40% straffällig werden. Aus Sri Lanka vielleicht? Kinder, nein, eben nicht aus Sri Lanka, sondern aus Menschen, aus einem ganz gewissen Kulturkreis, aus einem ganz gewissen Kulturkreis, die uns Probleme machen. Und wenn Sie glauben, ob normale Individuen, die uns unserer Gesellschaft nur Probleme bereiten, die uns unser Zusammenleben schwieriger gestalten, die Kriminalitätsstatistiken befüllen, die uns Milliarden an Euro Steuergeld kosten. Wenn Sie glauben, diese abnormalen Menschen, die wir in unserer Gesellschaft nicht wollen, vergleichen zu können, die sich in einer Gesellschaft frei und unabhängig gemäß ihren Talenten und ihren Neigungen entwickeln können, dann haben Sie einen doch schon, Herr Dr. Bornmänner. So, ich möchte eine Schlussfrage stellen.